Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt hier auf meinem Kanal Taktikfuchs Tactical Gaming. Nachdem wir letzte Woche Last Train Home gespielt haben, steht heute Unity of Command 2 auf der Liste. Ein Wargame, das jetzt schon länger raus ist und das ich auch schon sehr, sehr lange auf meinem Stapel habe und auf meiner Liste habe, aber irgendwie nie dazugekommen bin und es kam ein DLC nach dem anderen raus. Wir sind mittlerweile, glaube ich, bei Nummer 8 angekommen. Das Kursk-DLC ist das letzte, das kam vor ein paar Monaten. Und naja, das war dann auch die erste Überlegung, vor der ich stand. Wie steigen wir hier ein bei Unity of Command 2? Und eigentlich war ich kurz davor bereits mit dem aktuellen DLC anzufangen und hier ein, zwei Missionen im Kursk-DLC zu spielen. Aber dann kam mir die Idee, ich hatte es schon im letzten Angezockt kurz angesprochen, dass ich am Überlegen bin, ob ich am Ende meiner Winterpause, wenn dann die 3, 4 Angezockt durch sind, dass ich euch abstimmen lasse, welches dieser Angezockt denn das Potenzial zu einem vollwertigen Let's Play hätte. Und aus dem Grund, falls ihr euch dann für Unity of Command 2 entscheiden solltet, dann würde ich das Ganze natürlich, oder fände ich das irgendwie ungeschickt, wenn wir dann hier mit dem Kursk-DLC angefangen hätten. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, ganz von vorne anzufangen. Unity of Command 2 mit dem Blitzkrieg-DLC, also direkt zu Kriegsbeginn. Denn, wie gesagt, wenn wir denn dann entscheiden sollten, dass wir hier ein komplettes Let's Play draus machen, dann sind wir am Anfang des Kriegsgeschehens und können uns Stück für Stück durch die DLCs arbeiten. Das ist so der Hintergedanke. Ich möchte diesmal auch gar kein langes Vorgeplänkel machen. Nur eine Sache möchte ich kurz anmerken. Wie immer, falls ihr Lust bekommen solltet, das Spiel zu spielen, Unity of Command 2, dann würde es mich freuen, wenn ihr das Ganze über meinen Keyshop-Partner macht, MMOGA, denn dort bekommt ihr das Spiel aktuell für schlappe 7,29 €, also das Basisspiel. 7,29 € bei Steam kostet es nach wie vor 29,99 €, also da könnt ihr ordentlich sparen und gleichzeitig noch meinen Kanal unterstützen. Ich sage vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür. Würde mich freuen, wenn ihr das nutzt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Angezockt zu Unity of Command 2. So, da wären wir. Blitzkrieg 39 bis 41. Wir schreiben das Jahr 1939. Der deutsche Expansionshunger ist unstillbar. Nur ein Jahr nach der Besetzung Österreichs und des tschechischen Kernlands lenkt Hitler seinen Blick nun Richtung Polen. Diesmal werden Frankreich und Großbritannien zu den Waffen greifen. Während die Alliierten langsam die Mobilisierung voranbringen, werden die Polen das erste Volk, das die geballte Macht der neuen deutschen Panzerarmeen zu spüren bekommt, und sie werden nicht das letzte sein. Wir wählen die Schwierigkeit und ich muss gestehen, ich habe Unity of Command 1 aus dem Jahr 2011 noch nie gespielt. Das ist damals komplett an mir vorbeigegangen. Vielleicht war auch das mit ein Grund, wieso ich mir jetzt so schwer getan habe, hier endlich einzusteigen. Und ich werde das Ganze auf normal machen, von der Schwierigkeit her. Normalerweise steige ich immer gerne ein bisschen höher ein, ihr wisst's, was die Schwierigkeit angeht. Aber ich habe eine Sache, wo ich ein bisschen voreingenommen bin gegen dem Spiel, und ich hoffe, das bestätigt sich nicht. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, ich habe ja Let's Plays geschaut, teilweise im Stream beim Hobbygeneral oder auch bei Ragulsor, der es gespielt hat. Und ich habe so ein bisschen ein Problem mit diesem Rundenlimit oder dieses Zeitlimit bei bestimmten Zielen. Also wenn man bis zu Runde 2, 3 irgendwas eingenommen haben muss. Das fühlt sich für mich dann immer so ein bisschen puzzelig an. Und ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Und deswegen gehen wir hier auf normal. Da bekommen wir eine Runde mehr Zeit. Also das Rundenlimit erhöht sich. Das ist der Hauptgrund. Mir geht es nicht jetzt um die KI oder sonst was, sondern mir geht es hauptsächlich um dieses Zeitlimit. Also wir starten hier mal rein. Thank you.
So, 1. September 39, 5 Uhr. Ihr habt es gesehen, der Zweite Weltkrieg beginnt mit dem Angriff auf Polen. Und bevor wir jetzt loslegen, eine Sache noch, das ist mir immer wichtig zu sagen, denn es werden auch, wird ja auch der ein oder andere neue Zuschauer hier auf den Kanal kommen. Ich bin kein Fachmann bei diesem Spiel. Ich habe keine Erfahrung mit Unity of Command 2. Ich steige hier ganz, ganz frisch ein. Ich habe mir ein kleines bisschen was angeschaut, so die Grund, das Grundsystem mit diesen Karten und mit Prestige und ja, wie man so die Nachschubversorgung, wie das funktioniert, denn das ist ein bisschen spezieller in diesem Spiel. Das ist eine sehr, sehr interessante Mechanik. Von daher, wir lernen hier gemeinsam oder wir schauen uns das gemeinsam an in diesem Angezockt und gehen es langsam an. Powergaming wird es hier natürlich nicht geben. Zumal, wie gesagt, es ist ja nur ein Angezockt. Wir werden die erste, vielleicht noch die zweite Mission spielen, je nachdem, wie lange es dauert. Und ja, dann dürft ihr, wie gesagt, ja am Ende der Winterpause abstimmen, ob es Unity of Command eventuell schafft, hier als vollwertiges Let's Play gespielt zu werden. Das Ganze ist vom System her so, wir haben in regelmäßigen Abständen nach unseren Missionen diese Konferenzen. Das hier ist jetzt das hier, was wir jetzt hier sehen, ist der Konferenzbildschirm. Wir haben hier oben Prestigepunkte, die verdienen wir in den Missionen durch, ja, also ob wir die Mission gewinnen, ob wir sie erfolgreich abschließen, aber auch durch Zwischenziele bekommt man Prestigepunkte. Das ist quasi eine Art Währung, eine Ingame-Währung. Mit diesen Prestigepunkten kaufen wir oder verstärken wir unsere Hauptquartiere oder unsere Heeresgruppen und wir können diese Karten kaufen, dieses Kartensystem. Das ist auch eine sehr interessante und schöne Mechanik, wie ich finde. Also, wir gucken uns das Ganze mal an. Wir haben jetzt zum Beispiel, hier geht's los und das wird unsere erste Mission sein hier, der Danziger Korridor. Und wir sehen hier, dass die Heeresgruppe B, mit der Heeresgruppe B wird das Ganze gespielt und wir haben 8 Runden Zeit. Das Szenario schauen wir uns gleich an, beziehungsweise die Missionsbeschreibung. Erstmal gehen wir nochmal zurück, denn jetzt wissen wir, dass wir mit der Heeresgruppe B spielen. Und dann schauen wir uns die mal an. Das ist hier Fedor von Bock. Und hier können wir jetzt Prestigepunkte ausgeben. Also wir können diese Heeresgruppe jetzt verstärken. Los geht's hier oben mit Reichweite, also Geschwindigkeit, die das HQ dann auf der Karte hat. Könnte man 25 Punkte ausgeben. Und wir sehen hier, wir haben hier die bei verfügbare Kräfte. Das hier haben wir schon aktiviert. Wenn ich jetzt 25 ausgebe, ihr seht es, es leuchtet auch auf. Dann bekommen wir hier eine weitere Möglichkeit, hier diese Kampfgruppen freizuschalten. Aufklärung ist komplett inaktiv, könnten wir aktivieren mit 25. Diese Operationen hier, kein Rückzug und geplanter Angriff, könnte man für 25 freischalten. Bei der Logistik haben wir die Notversorgung schon. Die 25 würden uns also das hier bringen, Einheiten überversorgen. Und auch hier, allerdings für 50, könnten wir Brücken zerstören und Angriffsüberquerungen freischalten. Gut, außerdem haben wir diese angesprochenen Karten. Das funktioniert so, ich habe hier unten ein Kartendeck, 5 Karten und die sind, also das ist missionsübergreifend, das ist für die komplette Kampagne. Ich kann die jetzt einkaufen. Was wir hier, diese 5, die wir jetzt angezeigt bekommen, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das komplett, ist zufällig. Also das ist bei jeder Kampagne, die ihr startet, sind diese 5 die ihr zur Auswahl habt, zufällig. Und die könnt ihr jetzt kaufen oder die kann man jetzt kaufen. Hier unten diese 10, diese grüne Zahl, sind die Kosten. Also die Prestigekosten. Wenn ich jetzt diese Karte zum Beispiel nehme und ziehe sie mir hier runter, dann kriege ich hier oben 10 abgezogen. Ich kann das wieder rückgängig machen und dann ist sie wieder da. Außerdem haben wir hier Opel Blitz, die kosten 25, die Karten. Wir haben eine Sabotage, die kostet 30 und wir haben, was ist das? Die ist kostenlos. Könnte es sein? Ja, die ist kostenlos. Die kriegen wir geschenkt. Das hat wahrscheinlich was mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. Weil ich glaube, auf dem nächsthöheren Schwierigkeitsgrad sind alle Karten, also kosten alle Karten Geld. So, wenn ich eine Karte habe und sie in diesem Szenario nicht spiele, dann nehme ich sie mit ins nächste. Also das ist eine wichtige Sache, die ihr euch merken müsst. Die muss man nicht
zwingend in einem Szenario raushauen, wenn man sie nicht unbedingt braucht, denn man nimmt sie dann auch weiterhin mit. Jetzt ist die Frage, das ist eine Luftaufklärung, die finde ich nicht wirklich notwendig. So ein Transporter ist definitiv nicht schlecht. Das ist auch immer gut, eine Brücke, kommen. Wir kaufen die, warum nicht? Warum sollten wir am Anfang sparen? Wir nehmen es, wir hauen es raus. Die kaufe ich allerdings nicht. Und jetzt verstärken wir noch die Heeresgruppe B, indem wir... Das klingt gut, Angriffsüberquerung. Das ist aber schon recht teuer, aber wir nehmen es trotzdem. Schalten das jetzt frei. Und was nehmen wir noch? Diese Operationen nehmen wir noch mit dazu. Und vielleicht die Aufklärung. Zwei Felder Sichtweite bei Kriegsnebel zu Rundenbeginn. Drei Gefangene notwendig, um Aufklärungsmarker zu enthüllen. Okay, die restlichen 70, die sparen wir uns. Und jetzt gehen wir mal rein in das Szenario. Beziehungsweise wir beenden jetzt die Konferenz. Denn jetzt haben wir alles gekauft, was wir wollen. Alles ausgegeben, was wir wollen. Wir beenden die Konferenz. Und jetzt bekommen wir angezeigt, dass wir den Danziger Korridor spielen. Die beiden anderen sind noch gesperrt. So, am 1. September 1939 um 4.44 Uhr richtete das veraltete deutsche Schlachtschiff Schleswig-Holstein seine Geschütze auf die polnischen Stellungen auf der Westerplatte. Eine Minute später gab es die ersten Schüsse im blutigsten Krieg der Menschheitsgeschichte ab. Zahlen- und waffenmäßig unterlegen und nur teilweise mobilisiert stellen sich die polnischen Verteidiger der Wehrmacht entgegen. Ja, wir haben es ja gerade in diesem Anfangsbildschirm gesehen. Ich glaube, am 30. oder am 31. August hat Polen mobil gemacht und am 1. September war es dann schon soweit. Wir wählen es aus und starten ins Szenario. So, Danziger Korridor, Szenariobesprechung. Deine Befehle lauten, den sogenannten polnischen Korridor abzuschneiden und zu besetzen. Du bist den dünn gestreuten polnischen Streitkräften in diesem Gebiet zahlenmäßig überlegen, aber behalte deine westliche Nachschublinie im Auge, da sie polnischen Überfällen ausgesetzt ist. Außerdem sollten dich die Luftwaffe und Kriegsmarine unterstützen können, soweit verfügbar. Zeit spielt eine große Rolle, dass das OKW deine mobilen Verbände nach Osten verlegen möchte, um unseren nördlichen Vorstoß nach Warschau zu unterstützen. Okay, das heißt, wir kriegen hier noch ein bisschen Erklärung, wie was geht. Wir können hier scrollen. Wir können auch drehen, wenn wir das möchten. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir es an. Schließen. Das ist so die Startaufstellung, die Aufmarschphase. In der haben wir aber jetzt wirklich keine Option. Also wir können hier, ich habe hier mal geguckt, was diese Aufmarschphase bringt. Wahrscheinlich gibt es im späteren Spielverlauf hier Möglichkeiten, was zu ändern an der Aufstellung. In diesem Szenario nicht. Wir müssen das so nehmen, wie es ist. Aber ich kann euch hier eigentlich schon mal so ein bisschen das Nachschubsystem vielleicht erklären. Das können wir hier, denke ich mal, nutzen. Also, wir sehen unsere Einheiten, wir sehen den Frontverlauf hier mit dieser markierten Linie. Und hier haben wir Feindstellungen oder Feindeinheiten. Wir sehen, was man natürlich erkennt, klar, Infanterie, Panzer, motorisierte Infanterie oder mechanisierte. Nee, motorisierte in dem Fall. Wir können auch mal drauf gehen. 20. Infanteriedivision motorisiert. 2. Infanteriedivision motorisiert und so weiter. Das sehen wir hier, wenn wir sie anklicken. Dann vielleicht ein paar Worte noch zu dem Stärkesystem. Also das hier, diese Punkte, diese blauen Punkte, beziehungsweise beim Feind sind sie gelb. Das sind Truppenteile sozusagen. Also diese zweite Division besteht aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Truppenteilen und solange diese Teile aktiv sind, also so gefärbt wie sie sind, sind die auch voll einsatzfähig und dadurch bekommt diese Einheit eine Angriffsstärke von 7 mal 4. 4 ist der Basiswert für den Angriff, genauso wäre es in der Verteidigung, 7 mal 4. Ich schau mal gerade. Hier unten als Beispiel sehen wir die 26. polnische Infanterie, ja,
Division oder whatever, die eigentlich 6 Truppenteile hat. Davon sind aber 2 momentan nicht kampffähig. Also die sind unterdrückt oder sonst irgendwie was. Das heißt, ihre Stärke berechnet sich jetzt nur mit 4. Also nur die ausgefüllten Punkte berechnen dann quasi Angriffs- und Verteidigungsstärke. Das, so funktioniert es also auch, wenn ich Feinde unterdrücken kann. Zum Beispiel mit Luftangriffen, mit Artillerieangriffen kann ich Feindstärke unterdrücken. Ich nehme ihm also von diesen Punkten und mache ihn dadurch dann schwächer in der Verteidigung. So, das ist das eine. Das andere ist jetzt das Thema Nachschub und das schauen wir uns vielleicht mal hier an. Wo ist es? Hier. Nachschub funktioniert in diesem Spiel so. Wir haben, also Nachschub kommt eigentlich nur über Eisenbahnlinien. Eisenbahnlinien verbindet Nachschub. Und jetzt sehen wir, wir haben hier außerhalb der Karte ein... Hier kommt unser Nachschub her, also von über diese Linie kommt der Nachschub, Eisenbahn, und das sehen wir, solange wir eine Eisenbahnverbindung haben. Hier entlang, hier hoch, hier ist eine Kreuzung, deswegen geht es dann auch in diese Richtung wieder zurück. Von hier könnte man meinen, würde auch kommen, aber hier ist ja kein so ein Zeichen. Also das kommt ausschließlich über diese südliche Route, kommt hier rein und wird dann auch wieder hier rüber verteilt. Das heißt, wenn wir jetzt diese Eisenbahnlinie freikämpfen bis zu dieser Brücke, dann geht diese Versorgung auch über die Eisenbahn weiter. Stellen, an die keine Eisenbahn kommt, wie hier oben, denn das hier ist eine Straße, das was ihr hier seht, das wird dann über LKWs geregelt und das funktioniert jetzt so. Wir haben hier oben ein Verteillager. Das können wir uns hier mal anschauen, wenn ich das anklicke. Und also so ganz hundertprozentig habe ich es auch noch nicht verstanden. Es ist jetzt so, diese 2, die ihr hier seht, das sind zugeteilte LKWs. Also diesem Nachschublager sind 2 LKWs zugeteilt. Und ihr seht jetzt diese Zahlenwerte. Je entlegener das Hexfeld ist hier oben, also desto kleiner die Zahl, desto schlechter ist die Nachschubversorgung. Und je schlechter sie ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine dort stehende Einheit nicht versorgt wird. Also hier laufen, wenn ich das richtig verstanden habe, laufen hier quasi, wird hier mehr oder weniger gewürfelt, ob dieser Wurf dann erfolgreich ist oder nicht und ob der Nachschub dann ankommt oder nicht. Ich kann das Ganze natürlich, meine Chancen, meine Wahrscheinlichkeiten erhöhen, indem ich dafür sorge, dass diese Zahlen größer werden. Und das kann ich zum Beispiel tun, indem ich einen weiteren LKW zuteile. Ich schaue jetzt gerade mal, ob wir einen haben. Wir haben hier einen. Das heißt, ich könnte jetzt... Ah, das geht wahrscheinlich jetzt nicht in der Aufstellungsphase. Okay, ich könnte diesen freien LKW hier jetzt zuteilen und dann erhöhen sich die Zahlen. Also dann wird wahrscheinlich hier eine 9 draus, hier eine 8 draus und so weiter und so fort. Ihr versteht, denke ich, was ich meine. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass selbst die entlegenen Gebiete erreicht werden, größer. So funktioniert das Nachschubsystem und von daher ist es extrem wichtig, diese Nachschublinien auch zu sichern. Also nehmen wir mal an, das ist auch das, was in der Szenario-Beschreibung kurz durchgeklungen ist. Das hier, diese Eisenbahn hier unten, die bringt die die ist für den kompletten Nachschub meiner Truppen zuständig. Also nehmen wir an, diese Polen würden es schaffen, hier über den Fluss überzusetzen und diese Eisenbahnlinie hier blockieren. Dann wären alle meine Einheiten ohne Versorgung. Von hier drüben, also von Ostpreußen, sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Die würden bekommen, denn die bekommen hier von Elbing, da haben wir auch wieder dieses Zeichen, die bekommen ihren Nachschub auch von außerhalb über diese Eisenbahnlinie. Deswegen haben wir hier und wir haben hier auch noch ein Depot mit einem LKW und ihr seht dann auch hier entsprechend die Zahlen, wie das Ganze hier weiterverteilt wird. Gut,
Also, ich denke, das war jetzt so mal das rudimentäre Nachschubsystem, soweit ich es bisher verstanden habe. Aber nochmal, wie gesagt, ich habe mir ein, zwei Videos angeschaut und das war's. Mehr Wissen habe ich auch noch nicht. Wenn ihr ein Szenario gespielt habt, seid ihr wahrscheinlich besser aufgestellt als ich, was den Wissensstand angeht. Von daher. Wir gucken es uns jetzt einfach mal im Spiel an, wie es funktioniert. Die Aufstellungsphase, wie gesagt, können wir eh nichts machen. Also gehen wir mal rein. So, dann haben wir, jetzt sind wir dran mit dem Bewegen. Wir haben hier drüben die Aufgaben und das ist diese Geschichte mit den Runden. Also wir haben das gesamte Szenario geht 8 Runden lang. Wir haben 8 Runden Zeit, unsere Ziele zu erreichen. Danach ist das Szenario gescheitert. Sehen wir hier oben Runde 1 von 8. Hier sehen wir die ganzen Ziele, die einzunehmen sind. Bromberg, Danzig, Torun, Graudenz, die Tucheler Heide und Gdynia. Und hier hinten sehen wir die Prestigepunkte, die man bekommt, wenn man das einnimmt. Also das ist quasi die Art auch, wie wir wieder Prestige verdienen können, um uns dann neue Karten und Verbesserungen zu kaufen. Und in Klammer sehen wir, bis zu welcher Runde wir das einnehmen müssen, um die entsprechenden Punkte zu bekommen. Ich bin mir nicht sicher, wie das dann genau funktioniert. Ob die 50 direkt weg sind, wenn man es nicht schafft, oder ob das langsam runtertickert und weniger wird, das werden wir im Laufe des Szenarios sehen. Aber wir können zumindest einigermaßen eine Tendenz erkennen und daran quasi sehen, dass Bromberg und Graudenz unsere ersten Ziele sein sollten. Ne? Runde 4, dann Tucheler Heide, wobei die für mich eigentlich am leichtesten zu nehmen sein wird. Und dann bis Runde 5 Danzig, Torun und Gdynia. So, okay. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier drüben noch einen Luftangriff. Den haben wir einmal pro Runde. Steht auch dabei. Strategische Unterstützung. Einer übrig für diese Runde. Wir haben die Aufklärung. Einmal pro Runde. Und beziehungsweise einmal pro Runde und ich glaube insgesamt nur einen. Die Zahl oben rechts bedeutet, wie oft pro Runde. Und hier unten sehen wir, die gelbe Zahl bedeutet, oder das, was nur einmal zur Verfügung hat, während die Bomber, also der Luftangriff, der kann jede Runde wiederholt werden. Und hier ist das Landungsfeuer praktisch. Hier können wir Küstenbeschuss machen. Da werden wir als erstes mal Danzig unter Beschuss nehmen. So. Ja, starten wir rein. Und ich denke, genau damit fangen wir auch an, denn das war dann ja auch tatsächlich der Kriegsbeginn. Wir werden mit dem Schiff hier Danzig beschießen. So, und jetzt habt ihr gesehen, dass hier zwei dieser Stärkepunkte sind schon mal weggegangen. Die hatten vorher 3, jetzt haben sie noch 2. Die sind nämlich eingegraben und verschanzt. Da hätten wir es schwieriger gehabt, aber jetzt kommen wir hier doch relativ gut rein. Wir kriegen hier so ein prognostiziertes Kampfergebnis 1 zu 1. Bedeutet, ihr seht es jetzt auch hier oben, dass wir wahrscheinlich einen Verlust erleiden werden. Der Gegner erleidet auch einen Verlust, also das Ganze geht 1 zu 1 aus. Aber da der Feind nur noch 1 hat, werden wir das dann auch gewinnen. Rückzug 70%. So. Ja, wir haben den Verlust bekommen, aber wir haben Danzig und haben damit schon die ersten 50 Prestigepunkte bekommen. Danzig war ja eigentlich erst Ziel in Runde 5, haben wir jetzt direkt in Runde 1 gemacht. Wunderbar. Hier ist ein HQ oder beziehungsweise nein, hier gibt es eine HQ-Aufwertung. Wenn wir das einnehmen, können wir direkt unser HQ verstärken. Gucken jetzt nochmal. Hier oben sehen wir es. 50 Punkte für Danzig haben wir bekommen, deswegen ist es auch gestrichen. So. Die sind auch direkt versorgt. Ihr seht's, Danzig wird über den Seeweg versorgt, deswegen sind hier auch gleich diese Fässchen. Also das funktioniert.
Und das hier ist eine weitere Mechanik, eine weitere besondere Mechanik, wie man sie, ja, ich glaube, wie sie ziemlich einzigartig ist. Und das sind versprengte Truppen. Dazu muss ich allerdings sagen, das habe ich mir noch nicht so wirklich angeschaut und ich habe es auch noch nicht 100% verstanden. Also soweit ich versuche es mal, soweit ich es verstanden habe. jeder verlorene Punkt, jeder verlorene Truppenteil hat eine gewisse Prozentchance, dass er einfach nur getötet wird, dann ist er weg. Oder er hat eine gewisse Prozentchance, dass er zu versprengte, also zu ja, wie soll man sagen, ja doch, versprengte Einheiten wird, also Flüchtlinge quasi, die hier am Rumlaufen sind, unorganisiert. Und das ist in dem Fall hier passiert. Und zwar sowohl beim Feind als auch bei uns. Wir sehen hier diesen einen Punkt. Und der bewegt sich jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, bewegt, also wir können das nicht steuern. Das ist keine steuerbare Einheit, das ist einfach nur ein Zeichen. Und die bewegt sich zum nächsten HQ wieder, um sich dann dort zu reorganisieren und als Verstärkung wieder zur Verfügung zu stehen. Das kann ich natürlich bei den Feindeinheiten verhindern, indem ich einfach auf dieses Feld ziehe und dann werden die zu Kriegsgefangenen. Also dadurch verhindere ich, dass sie sich wieder organisieren können und in den Kampf zurückkehren. Außerdem haben sie, wenn ich es richtig verstanden habe, den Effekt, dass wenn es drei sind, also mehr als zwei, in unserem Fall jetzt nicht, weil es nur einer ist, aber wenn es drei sind, dann reduzieren sie die Geschwindigkeit, mit der man sich hier bewegen kann. Also dann blocken sie uns quasi. Okay, so viel dazu. Ich hoffe, das ist soweit alles richtig, die Information. Wenn ich irgendwelchen Quatsch erzählt habe, wenn irgendwas falsch ist, korrigiert mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Und dann, ja, vielleicht werden wir im Laufe des Let's Plays oder dieses Angezockts da noch ein bisschen tiefer einsteigen und auch das ein oder andere noch besser kennenlernen. So, ansonsten bleiben wir hier stehen. Wir können uns hier jetzt noch bewegen. Ach ja, genau, das wollte ich euch noch zeigen. Ihr seht, wenn wir eine Einheit anklicken, seht ihr immer hier diesen Bewegungsradius, den sie hat. Hier oben sehen wir die Bewegungspunkte, 3. Und dann der letzte, das ist Häkchen hier, ist dann, dass sie noch angreifen kann, der Aktionspunkt zum Angreifen. Wie man das so standardmäßig kennt aus Spielen dieser Art, kostet natürlich unterschiedliches Gelände, kostet unterschiedliche Bewegungspunkte. Ihr seht es, wenn wir jetzt hier zum Beispiel durch die Wiesen hier hochlaufen in diesen Ort, dann kostet jedes Hexfeld einfach nur einen Bewegungspunkt. Wir können 3 Felder bewegen. Bewegen wir uns hier rüber. Im Wald verlieren wir direkt 2 und dann geht hier nur noch ein weiteres Feld. Auf der Straße selbstverständlich auch 1, aber das Orangene bedeutet, dass wir uns immer so viel, nur so weit bewegen, dass wir danach noch kämpfen könnten und diesen Aktionspunkt sparen. Wenn man einmal Leertaste drückt, dann wird aus Orange blau und dann habe ich einen weiteren, Be dann wird praktisch dieser Kampfaktionspunkt, der wird dann zu einem weiteren Bewegungspunkt und ich kann mich weiter bewegen. In diesem Fall könnte ich bis hierhin, hätte dann aber keine Chance mehr noch zu kämpfen, wenn ich irgendwo auf Feinde treffen sollte. Gut. Ich würde sagen, wir machen einfach mal den ersten Zug jetzt noch zu Ende und dann dürfte es das mit der ersten Folge auch schon gewesen sein, zeitlich. Also ganz, ganz wichtig ist diese Geschichte hier unten. Wir dürfen auf keinen Fall diese Eisenbahnlinie hier verlieren und aus diesem Grund werden wir die Jungs mal hier hinsetzen. Ihn einfach damit blocken, dass er nicht rüberkommen kann. Ihr seht, ein Angriff unsererseits macht keinen Sinn. Wir würden hier voll auf die Ohren bekommen. 4 Einheiten verlieren, während der Feind gar nichts verliert. Das liegt zum einen natürlich an der Stärke. Das sind nur deutsche Grenztruppen mit einer Angriffsstärke von 1. 4 Truppenteile macht quasi eine Angriffsstärke von 4. Der Feind hat. Moment, ich will jetzt erstmal meine Einheit abwählen. Der Feind hat eine Verteidigung von 2 und 4 Truppenteile ist er also schon bei 8. Hat er schon mal allein dadurch das Doppelte.
Und dann kommen natürlich hier noch diverse Abzüge dazu. Ihr seht's, der Feind ist im Gelände, wir hätten eine Flussüberquerung und so weiter und so fort. Die Erfahrung, also das macht so keinen Sinn. Hier machen wir dasselbe. Hier gehen wir auch hier runter, einfach nur um diese Eisenbahnlinie zu besetzen. Und damit haben wir ja auch Kontrollzonen geschaffen, sodass er sich nicht hierhin oder auch nicht hierhin bewegen kann. Und damit ist die Gefahr gebannt, dass er uns hier was tun kann. So, ansonsten, was haben wir hier? Polnische Infanterie, aber recht schwach. Die sollten wir irgendwie überlaufen können. 1:2. Ich guck mal, ob wir hier auch ein 2:0 hinbekommen. Ja, hier kriegen wir eins hin. So. Ah, oh, okay, war nur ein 1:0. Dann haben wir hier polnische Kavallerie stehen. Die ist ganz schön stark. 5 Truppenteile, 3 im Angriff. Veteranen sind das. Vielleicht sollten wir denen die... Ne, die... Na, im Wald macht das keinen Sinn hier mit den Panzern. Wir können uns jetzt noch weiter bewegen. Wir haben eine Verteidigung von 4. Ich denke, dann stellen wir uns hier vorne dran hin. Sollte er angreifen, stehen wir eigentlich auch ganz gut da. Es sind auch Veteranen, die zweite Infanteriedivision. Und dann nehmen wir mit denen... Dann nehmen wir den hier raus. So, wunderbar. Und jetzt können wir uns direkt mal das hier anschauen. Nachschub. Wir sehen... wir haben natürlich diese Felder hier nicht besetzt. Das werden wir jetzt vielleicht gleich mal machen noch mit denen. Einmal hier hin. Ich habe jetzt den Eilmarsch gemacht. Und das Ganze machen wir mit denen auch. So, jetzt haben wir hier Feindkontakt. Die standen im Nebel des Krieges. Polnische Infanterie. Okay, und jetzt schauen wir nochmal hier drauf. Und jetzt sehen wir, dass die Eisenbahnlinie jetzt quasi freigekämpft ist, bis hier vor zur Brücke, wo unsere motorisierte Infanterie steht. Die werden jetzt also alle wunderbar versorgt. Gut, wir haben die noch. Hier könnten wir ein 1:1 hinbekommen. Hier könnten wir ein 0:2 hinbekommen. Hier, von hier oben sogar ein 0:3. Das ist gut. Panzer, Marsch. Okay, das geht mir teilweise ein bisschen schnell. Gerade als, wenn man hier neu anfängt, würde ich diese Kampfmenüs als gerne oder diese Übersicht als gerne noch ein bisschen länger sehen. Wir schauen mal ganz kurz, ob ich da eine Einstellung finde. Ah, okay. Hier kann man sich den Kriegsnebel noch ein bisschen... Das finde ich ganz gut. Den machen wir mal an. Hexfelder nicht, aber den Kriegsnebel. Das war mir nämlich noch nicht so ganz klar, wie weit der reicht. Und jetzt sehen wir hier schon eine weitere Sache. Die Einheit war noch nicht komplett zerstört. Die hat sich zurückgezogen in den Nebel des Krieges. Und wir haben jetzt aber trotzdem so eine gewisse Kenntnis, dass hier eine Infanterieeinheit ist. Das wird uns jetzt auf diesem Weg hier angezeigt mit diesem Schild. Gut. Okay, sowas wie... Ich gucke gerade, ob es sowas wie ein Lok gibt, dass ich mir dieses Kampfergebnis nochmal anzeigen lassen kann. Aber naja, das schaue ich mal bis zur nächsten Folge, ob ich da was finde. Ihr dürft es mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wobei, tja, da werde ich nicht drauf eingehen können, denn ich nehme das jetzt, wenn möglich, am Stück hier auf. So, was machen wir? Hier machen wir nichts. Hier unten bleiben wir einfach nur stehen. Mit den Jungs marschieren wir aber weiter. Auf Bromberg zu.
Okay, dann haben wir hier alles bewegt. Wenn wir, die könnten jetzt noch fahren. Oh, schaut mal, die könnten hier noch nachsetzen, aber dann könnten sie nicht mehr kämpfen. Gekämpft haben sie schon. Egal, wir bringen sie dahin. Und dann sehen wir sie auch wieder. Wir sehen zwei Truppenteile, aber nicht mal ausgefüllt. Also wenn wir jetzt nochmal, wenn wir noch einen Angriff gehabt hätten, hätten wir sie jetzt direkt vernichten können. Haben wir aber nicht. So, die ziehen wir hier nach. Oh, da steht noch was. Noch eine Infanterie. Und hier ist auch was drin. Okay, 5-0, da würden wir auf die Ohren bekommen. Das lassen wir natürlich sein. Das sind nämlich auch nur Grenztruppen von uns. Und hier stehen... Was haben wir hier? Naja, LOW. Was auch immer diese Bezeichnungen sind. Damit kann ich nicht wirklich was anfangen. Gut, haben wir alles. Wir können das nur mal prüfen. Nächste Einheit. Ja, die Jungs in Danzig, die könnten sich noch bewegen. Aber die möchte ich in Danzig stehen lassen. Hier bin ich mir auch nicht sicher. Wenn wir uns dahin bewegen, bekommen wir diesen Versprengten? Holen wir den zurück? Es gibt die Möglichkeit, einen Zug rückgängig zu machen. Das geht allerdings nur, solange man den Nebel des Krieges dadurch nicht beeinflusst bzw. keinen Kampf auslöst. Das heißt, das sollte eigentlich funktionieren. Wir probieren es mal. Nein, ich habe den jetzt nicht zurückbekommen. Der steht auch noch hier. Dann bleiben wir in Danzig sitzen, um den Nachschub hier zu sichern. Diese drei Einheiten hier drüben haben wir noch, die aus Ostpreußen angreifen. Und wir haben ja noch den Bomber, den Luftangriff. Wisst ihr was? Den jagen wir jetzt mal hier drauf auf Graudenz. Ah, kein Effekt. Kein Effekt. Und den Luftaufklärer, den schicken wir mal hier. Okay, wir wissen, dass in Bromberg eine Infanterieeinheit steht. So viel ist klar. Gut, jetzt eine letzte Sache, bevor wir hier angreifen. Wir klicken mal unser HQ an. Und jetzt, das sitzt hier in Neustettin. Und jetzt sehen wir hier unten, haben wir Zugriff auf diese ganzen Möglichkeiten, also die wir uns auch gekauft haben, ihr erinnert euch, mit den Prestigepunkten. Und das müsste jetzt so funktionieren. Ihr seht hier Zahlen. Diese Zahlen sind, glaube ich, Befehlspunkte oder Kommandopunkte nennt sich's, genau. Und wir haben 6 von 6 aktuell. Das HQ erhält eine bestimmte Anzahl von Kommandopunkten pro Runde. KP werden für HQ-Aktionen wie Reorganisation, Aufstellung neuer Einheiten und so weiter verwendet. Okay. Könnten das HQ bewegen? Das ist jetzt die Frage. Wir schauen mal. Ach, wir sehen hier ja den Einflussbereich des HQs. Also das passt noch. Unsere Truppen stehen im Einflussbereich des HQs. Außer die hier hinten natürlich nicht, ne? Weil die schon vorgerückt sind. Jetzt ist die Frage, wenn wir das HQ bewegen. Wenn wir das jetzt hier nach vorne bringen. Bringt uns das was? Vielleicht hier in dieses Dörfchen. Wir schauen mal. Ich probiere das mal aus. Kann man ja notfalls rückgängig machen. So, na gut, hat hier vorne auch nichts gebracht, ne? Also der Bereich hat sich jetzt nicht nach Osten verschoben. Gut. Allerdings hat uns... Ah, das hat die volle... das hat die vollen Kommandopunkte gekostet. Dann mache ich das nochmal rückgängig, denn dann probieren wir was anderes. Ich möchte einen geplanten Angriff machen. Und zwar hier drüben. Also gib einer Einheit den Befehl, eine feindliche Stellung systematisch anzugreifen, um ihre Verschanzung zu schwächen. Anforderung, Einheit weder geschwächt noch grün. Infanterie mit aktiver Artillerie-Spezialisierung. Einheit muss alle BP und Aktionspunkte haben. So. Die haben hier Ausrufezeichen, das heißt, bei denen würde das, glaube ich, funktionieren. Ne? Die haben hier nämlich Spezialisten dabei. Genau, ne?
eine leichte Feldhaubitze. Und die hier, die haben keine. So, okay. Und was ist mit den Jungs hier? Sind die eingegraben? Nee, sind sie nicht, aber wir machen das trotzdem. Wir nehmen jetzt das HQ. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Das ist Learning by Doing, was wir hier machen. Geplanter Angriff. Ich wähle diese Einheit und jetzt gehen wir hier drauf. Jetzt seht ihr das Ergebnis hier oben. Schockwirkung durch Artilleriebeschuss. 21 Punkte im Angriff. Der Feind 8 in der Verteidigung. Flussüberquerung. Er verliert nur einen Punkt dadurch. Warte mal, können wir... Hä? Ach so, warte mal, ich habe das gar nicht gemacht. Einheiten für geplante Angriffe. Habe ich das ihm jetzt gegeben? Wie funktioniert das denn? Diese Aktion verbraucht sämtliche BP des Angreifers und beendet zudem seine Verschanzung. Angriffsüberquerung. Kann über Flüsse, warte mal, wenn wir das jetzt auswählen. Ach, Quatsch, Leute, das geht ja nicht. Das Ausrufezeichen heißt, dass ich sie nicht auswählen kann. Vorhin haben wir ja geschaut hier, das ist die Reichweite des HQs. Vergesst alles, was ich hier versucht habe. Es geht nicht. Ich kann das natürlich nur auf die Einheiten hier in meinem Bereich anwenden. Also hier würde es gehen. Wir könnten, um hier drüben anzugreifen, gut, hier haben wir 0 zu 4. Hier hätten wir auch ein 0 zu 4. Hier hätten wir 0 zu 3. Aber eventuell können wir die Einheiten dort trotzdem schwächen. Wir probieren es jetzt mal aus. Wir machen hier einen geplanten Angriff mit denen hier. Hat er das jetzt übernommen? Hat er wieder nicht übernommen, ne? Zum Verlassen Rechtsklick. Einheit für geplante Angriffe. Er hier. Ah ja, okay, jetzt, aber jetzt verlieren wir verlieren trotzdem 3. Irgendwas verstehe ich hier nicht so ganz, ne? Da ändert sich nichts, ob ich das auswähle oder... Ey, dann lassen wir es natürlich. Wir greifen hier mal an noch. 1 zu 1. Graudenz und ziehen dann herüber. Oh. Uiuiui. Okay. Wir probieren hier nochmal. Der Feind zieht sich leider nicht zurück. Und hier, wie sieht's hier aus? Ne, hier würden wir verlieren. Hier bleiben wir sitzen und decken diese Brücke, schützen diese Brücke. Dann lassen wir das hier drüben. Also das funktioniert nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Bewege dich über die Feindeinheit und benutze das Mausrad für diesen Angriff. Hä? Ach, die kann das nicht, weil sie keine Dings dabei hat, oder? Hier steht es ja auch. Die Einheit braucht Artillerie-Spezialisierung. Hier wäre eine dabei. Wenn wir jetzt hier drüber gehen. Ja, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Entschuldigung, dass ich jetzt hier so ein bisschen rumgewurschtelt habe, ohne wirklichen Erfolg. Aber die erste Runde ist durch. Wir haben alle Einheiten bewegt. Ich schaue nochmal ganz kurz durch hier. Ja, da möchte ich mich nicht bewegen. Da möchte ich nichts tun. Der Panzer kann nicht mehr. Das ist okay. Wir sind durch. Also, dann würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da.
Lasst ein Abo da, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und drückt die Glocke, dass ihr das nächste Video nicht verpasst. Und dann sehen wir uns übermorgen mit der zweiten Folge dieses Angezockts wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid und mich tatkräftig unterstützt. In diesem Sinne, bis dahin Leute, haut da rein. Tschö, tschö.